Hallihallo und herzlich willkommen zu einer kleinen speziellen Spezialersatz. Ich habe mein Aufnahmeprogramm nicht im Auge und dadurch kommt die aktuelle Folge nur bei Big Quantum Folge. Und der ist auch mit hier, der Biggie. Und wir nehmen jetzt mal ganz schnell noch eine Folge auf, damit wenigstens bei mir ein bisschen DayZ-Content kommt zum Samstag. Ja, hallo Big. So, hallo. So 10 Minuten ungefähr. Mehr Zeit habe ich nie für einen Rob. Richtig. Mehr will ich nicht haben. Er ist extra aus Österreich heimgefahren, damit ich für morgen eine Folge habe. Jupp. Weil wir spielen ja in einer LAN-Party hier. Richtig. Bei uns wurde das Internet noch nicht erschlossen für die Masse. Richtig, wir sitzen hier nebeneinander. Ja. Und haben die beiden PCs aneinander gesteckt und spielen hier in der LAN-Party. Ja, aber wir sind soweit, wir nehmen dafür jetzt USB-Kabel. Richtig, USB 2.0, muss man dazu sagen. Also wir sind im ja, wir sind modern unterwegs. Richtig, also na, könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden. Das ist High-Quality YouTube-Equipment. Na, also... Warum hast denn du die Folge eigentlich nicht schon gestern? Oh. Ich kann nicht mehr... Weil ich hatte die aufgenommen, aber mittendrin ist der PC abgeschmiert. Ja. Und dadurch hat es die Folge halt nicht komplett aufgenommen und beziehungsweise nicht encoded. Oh. Und dadurch ist das Programm, ja, man kann die Folge halt nicht abspielen und die ist nicht zu verwenden. Sozusagen total lost. Die ist lost, ja. Reden wir wieder um Jugendslang? Yeah. Okay. Ja, well, Brothers and Bratinas und Braturas, meine Folge ist dermaßen lost. Es ist ziemlich weird und auch absolut ein bisschen strange. Ja, schönes Wochenende, Leute. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Samstag gehabt. Richtig, bis jetzt, bis 6.45 Uhr. Ich bin heute auf Arbeit. Du Quatsch, Alter, du sitzt gerade neben mir. Ja, ich meine, jetzt, wenn die Folge kommt. Jetzt, wenn die Folge kommt, meine ich. Oh, ich laufe im Kreis. Wollen wir uns eigentlich treffen? Aber oh, ich hatte gerade Gefrierbrand im Ohr, Alter. Echt? Ja, mir ist voll kalt im Gesicht. Also ich walk hier dann jetzt mal los in deine Direction. Ja. Ach, dort hinten bist du. Oh. Brauchst du einen Benzinkanister? Einen anderen Server haben wir auch auserwählt. Oh. Rostov. Warum eigentlich? Weil... Der andere, auf dem wir gespielt haben, was ihr bei mir im Video noch seht, der ist einfach zu heftig gemoddet. Ja, es sind 30 Mods drauf oder irgendwas. Und das ist nichts für uns, das fühlen wir nicht. Es ist aus dem Lags, es laggt wirklich. Also da, ihr kommt an eine Stelle und da liegen plötzlich 20 verschiedene Waffentypen. Ja, und ihr habt eigentlich gar keine Ahnung, was, also ich, nee. Nee, das ist, nee, es tut mir leid, das was ist kein Battlefield. Was meinst du mit 20 verschiedene Waffentypen? Also Typen mit einer Waffe in der Hand oder was liegen? Nee, nein. Dort liegen zum Beispiel, dort liegen drei Uzis, ne? Eine SKS neben einer Mosi, ein Tralala Hoppala, hast du nicht gesehen? Ach so. Ja. Ach so. Waffengattungen, okay? Falls ihr euch fragt, warum ich halt so ruhig rede und so ausgeglichen, ja, ich war wieder mal beim Psychologen diese Woche. Es wurde mal wieder Zeit. Richtig. Übrigens, der Psychologe, den ihr kennt von unserem Dark Pictures Anthology Projekt, der junge Mann. Der hat mich wieder runtergeholt. Richtig. Du warst beim Kurator. Was sehen Sie auf diesem Bild? Was sehen Sie auf diesem Bild? Na? Oh, ich freue mich. Wir werden den neuen Teil spielen, ne? The Devil in Me. Ja, aber wir müssen halt schauen, dass es mit der Zeit hinhaut. Wir haben beide momentan sehr wenig Zeit. Oh, leider. Aber dafür haben wir sehr viel Kaffee. Deswegen wird der Rob auch nie wieder streamen. Weil er keine Zeit mehr hat. Und ich habe gesagt, ja, schau, deine Zuschauer, die würden sich gern nochmal einen Stream von dir anschauen, auch wenn ich es nicht tue. Hm. Aber andere schon. Und da hat er gesagt, so, ja, meine Zuschauer, die sind mir scheißegal. Na, ja, genau das habe ich gesagt. Real life geht vor, yeah. Ja. Und, ja, fuck you, hat er gesagt noch zu mir, fuck you big. Mhm. Und ja, da habe ich gesagt, okay, Alter, ich fühle das voll.
Stand eigentlich aber, voll hinter mir, ne? Weil du magst ja deine. Bei dem Thema bin ich raus, sobald das Wort Fuck fällt. Muss ich los. Der Big stand ja dabei, also bei der Unterhaltung, das stand auch voll hinter mir, ne? Der versteht das auch mit den Zuschauern, ihm geht's ja genauso. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, Rob, das ist überhaupt kein Problem. Scheiß Kommentare unter meinen Videos, die kotzen mich an. Ich habe ja noch nicht mal so viele Kommentare. Ich würde gern. Ja, würdest du gerne Kommentare unter deinem Video haben? Okay, machen wir einen Aufruf. Ja, manchmal komme ich. Warte mal, ich muss mal. Okay, Leute, während der Big an sich so an seinem Kaffee die Zunge verbrennt. Ich habe keinen Kaffee. Schaut doch jetzt mal bitte beim Big Quantum ins Video. Und schreibt ihm einfach mal einen Kommentar. Oh, ein Schwein. Ich würde schon gerne mal ein paar Kommentare lesen. Aber meistens vergesse ich das auch immer. Okay. Weiß nicht, so der ein oder andere, die Alexa aber vielleicht so, und so, der hat das schon mitgekriegt, dass da mal eine Antwort einfach mal eine Woche später kommt. Aber es ist bei mir auch so, muss ich auch sagen. Also ich antworte. Du hast noch nie geantwortet auf einen Kommentar von mir. Bei dir nicht, weil kann ich mir jede Antwort sparen eigentlich. Du likest das immer nur. Richtig. Wenn du... Dass du merkst, dass ich es gesehen habe, dass ich es zur Kenntnis genommen habe und dann, ja. Wenn du einmal keinen Like gibst auf meinen Kommentar, kommt der ganze Hate prasselt auf dich. Richtig. Ja, nee, also ich kann mir eigentlich bei deinen Kommentaren jeglichen Kommentar ersparen. Also das, weil, warum eigentlich? Ne, weil das dann eine Ansammlung von Beleidigungen wird. Du kannst beleidigen? Nee, aber du. Ich schreib dann zum Beispiel, da, Dick, Dankeschön, schön, dass dir das Video gefallen hat, freue mich tierisch. Und dann schreibst du, ja, als ob du den Kommentar jetzt gelesen hast oder als ob du das Video geschaut hast, na? Und dein Mitleid kannst du dir schenken. Was kommt noch? Ach, der feine Herr hat mal in die Kommentare geguckt. Ja, hat er mal schnell überflogen, so wie er es immer macht. Richtig. Dann gibt er irgendeinen Kommentar, der nichts mit meinem Kommentar zu tun hat. Genau. Und da merkst du wieder, dass diese Hohlbratze den Scheiß überhaupt nicht liest. Richtig. Und der geht gar nicht irgendwie auf mich ein. Also, wenn der Big jetzt zum Beispiel schreibt, war ein scheiß Video, hast du wieder so hochgeladen, wie du es aufgenommen hast. Liebe Grüße, Big. Ja? Und dann schreibe ich einfach unten drunter, ja, also bei mir ist das Wetter schön, Sonne scheint ein bisschen, aber sieht schon wieder nach Schnee aus. Also das, so ist die Kommentarreihenfolge. Und darum erspare ich mir dann halt manchmal jeglichen Kommentar, weil es artet sonst aus. Ja, vor allem ist es auch verartet. Ich finde es sehr ermüdend, wenn ich mit dir kommunizieren muss. Ja, richtig. Das zieht mich total runter manchmal. Die 30 Minuten pro Video, die reichen manchmal, ne? Ja, dein Mikro knackt noch ein bisschen. Also weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, ob man es dann im Video hört, aber es knackt ein bisschen. Dein Bass übersteuert wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich habe aber nichts verstellt. Hast nur einen neuen Akku rein, ne? Big sein Mikro hat übrigens einen neuen Akku drin. Beim Mikro hat er keinen Akku. Das Headset hat einen neuen Akku drin. Das Headset habe ich gar nicht dran. Was? Das teure? Aber das klippt bei mir auch nichts. Nee? Ich wüsste nicht, was da knacken sollte. Warte mal, das Kabel vielleicht. Ist alles drin. Okay. Das geht manchmal, es ist nur an gewissen Stellen. Guck mal, hier stehst du doch. Guck mal, 3 Kilometer, zack, fertig. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Hier, zack, ich laufe hinter dir. Ach so. Ja. Das bist du. Richtig. Ein Fremder. Guck mal, ich habe mein Bandana, habe ich deiner Rucksackfarbe angepasst. Siehst du das? Manchmal wäre es mir halt auch lieber, wenn es ein Fremder ist. Laufen wir jetzt wieder dahin, wo ich herkomme? Na, wo willst du dahin laufen, wo ich herkomme? Gab's da was? Oh, wir sind hier ganz oben. Oh Gott. Sieht das so aus? Hätte es da was gegeben? Was? Wir können nach Berasino laufen. Berasino gibt's hier gar nicht. Berasino heißt das hier. Na, das ist weiter. Gehen wir nach Babrujsk. Babrujsk. Ah ja, gehen wir dahin. Also dahin, wo du hergekommen bist. Eine Marker? Nee, von dort aus der Nähe bist du gekommen. Das sind 2000 Meter. Ich bin eher von da. Okay. In diese Direction. Warst du schon an dem Checkpoint? Ja, da gibt's nichts außer 3-4 Zombies. Also.
Ich habe ja auch noch keine Waffe, außer meine Fäuste. Ich vermisse hier ein bisschen das Essen auf dem Server. Ich eigentlich nicht. Ich habe eine getrocknete Tomate gefunden. Das ist schon mal gut. Ich hatte beim Spawn hatte ich eigentlich ha? Zwei. Na, Dosen habe ich auch gefunden in die Häuser. Also. Okay. Ich habe einen Thunfisch. Dann habe ich Hundefutter. Das ist besonders lecker. Salz, Pfeffer. Schmeckt das fast wie. Wie soll ich sagen? So wie Kochfleisch. Ja? Okay, oh, das ist gut. Okay. Oh. Und Aufschnitt habe ich. Und dann habe ich noch eine Tube Futter aus dem Spiel entfernt. Ich auch. Verbindung zum Host abgebrochen. Warum? Das läuft. Tu die Aufnahme jetzt nicht stoppen, das kannst du nachher rausschneiden. Ja. Verbindung fehlgeschlagen, Verbindung zum Server konnte nicht her. Haben die Server neu starten? Das kann sein. Warten wir mal ein, zwei Minuten. Ja, Leute, was gibt's sonst so bei euch? Wie gesagt, es ist Samstag früh. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende bis hierher. Seid erholt. Ja. Je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr die Folge schaut. Wie spät ist es jetzt aktuell bei euch? Ich glaube, um 6.45 Uhr schaut das eigentlich sowieso keiner. Nee, meistens später, ne? Aber wie sind wir eigentlich auf die Zeit gekommen? 6.45 Uhr? Bietet sich an, weil da sonst keiner was hochlädt. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Server-Restart hier. Kann ich mal einen Schluck Kaffee trinken? Kaffee ist eine gute Idee. Werde ich mir dann noch einen in die Fresse schmieren. Ne? Mhm. Also wir spielen auf dem Schlafmützen-Server Rostov. Heißt die Map? Rostock, oder? Rostock, also so ähnlich wie Rostock, nur mit W hinten, ne? Rostock, ne, Rostov, also R-O-S-T-O-W. Er schaut einfach in Folgentitel, ne? Was hinter Daisy steht, so heißt der Server. Na? Aber bei mir ist er online hier, im Launcher wird er online angezeigt. Echt? Also hier, die Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden, da der Server nicht erreichbar ist. Jetzt ist er offline. Jetzt ist er erst offline, okay. Ja, sie ist halt schon fertig, ja. Es ist schon... Ist ein fertiges Spiel. Ein fertiges Spiel und ja. Dazu noch ein Standalone. Richtig. Oh Gott. Was macht denn ihr am liebsten 6.45 Uhr Samstag? Ja, richtig. Was ist denn da eure Lieblingsbeschäftigung? Aber jetzt sagt nicht schlafen. Weil schlafen können wir alle, wenn wir Zeit dazu haben. Richtig. Können wir auch noch Samstagabend, können wir auch noch schlafen. Ja, die Alexa, die geht, glaube ich, arbeiten am Samstag. Ja. Richtig. Direkt, die findet das nicht so toll, wenn wir von freien Tagen reden. Nee? Nee, habe ich halt im Discord mal gelesen. Ah, okay, liebe Grüße an der Stelle an die Alexa. Viel Spaß auf Arbeit. Alexa, dreht das Licht auf 75%. Richtig. Aber was ich dich fragen wollte, warum ja? Muss das Cola aus der Glasflasche sein? Oh, das ist... ich weiß nicht, wie alt ihr seid, wenn ihr das Video schaut, ne, aber zu meiner Kindheit war Weihnachten dann, wenn im Fernsehen die Werbung kam mit diesen schönen, funkelnden, roten Trucks, die da so über den Berg gefahren sind. Und dann kam im Hintergrund dann von Melanie Thornton Wonderful Dream. Und hinten auf dem Truck war ein Weihnachtsmann drauf. Der hat so einen Arm so raus, ne, wie von der Seitenscheibe am Auto. Und er hatte eine Coca-Cola-Glasflasche in der Hand. Und hat dabei einen Daumen hoch gemacht. Und ich habe mir heute früh die Werbung angeguckt, also na, die Weihnachtswerbung 95 bis 2013 war danach einkaufen. Ich hätte davor einkaufen gehen sollen. Und habe dann gesehen, eine Glasflasche na, von diesem koffeinhaltigen Kaltgetränk. Ich sag so, die nimmst du jetzt so mit. Die Werbung hat bei mir absolut funktioniert. Es war wieder ein Stück Kindheit, na, weil so eine Werbung hast du ja heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage hast du nur... Irgendwas mit Gesundheit oder
probiotisch oder. Na, oder esst kein Fleisch. Esst kein Fleisch oder regelt die Darmflora. Hat man früher nicht. Früher gab es Werbung für Mettbrötchen. Na? Mettbrötchen, das heißt Hackepetersemmel, Mann. Hackepetersemmel, ne? Mettbrötchen. Obwohl, wenn der Lauterbach. Warte. Nein, wenn der Lauterbach das Ganze legalisiert, dann gibt es bald sogar ein Christel-Mettbrötchen. Ja, und ist ja sowieso scheißegal, mit was sich die Leute wegknallen. Ja. Ich glaube, so wie das gerade läuft hier, kannst du dich bloß irgendwie betäuben, dass du den Scheiß nicht mitkriegst. Ich glaube, jetzt ist er wieder online. Ja, also bei mir steht, du trittst dem Server bereits bei, aber es passiert nichts. Bei mir steht gar nichts. Gar nichts? Ja, bei mir steht überhaupt gar nichts. Gar nichts. Bei mir steht, du trittst dem Server bereits bei. Ich habe zwar aufgeklickt, draufgeklickt, ja, aber ich trete dem Server bereits bei, ich stand da. Soll ich dir mal einen guten Witz erzählen? Ja, bitte. Warte, ich denke mir schnell einen aus. Ich habe gedacht, du antwortest mit Nein, bitte nicht. Ja, würde ich niemals machen. Hast du gewusst, dass sich Gegensätze anziehen? Haben die sich vorher ausgezogen? Nee, Alter, geh einfach, fühl das mal, was ich gesagt habe. Okay, Gegensätze ziehen sich an. Ich habe davon gehört, weil... Oh, jetzt ist mein Spiel komplett abgestürzt. Meins auch. Läuft. Läuft bei uns. Lässt du das weiter aufnehmen? Es läuft gerade bei mir. Also man sieht gerade mein Aufnahmeprogramm hier. Zur Erklärung, ich muss bei DC Bildschirmaufnahme machen. Mache ich auch, sonst kannst du nicht raus. Nee, ich nehme Fenster oder so Scheiß. Richtig. Brauche ich nicht raus tappen, da kann ich so rausgehen mit der Maus. Raus mit der Maus. Aber OBS erkennt DC bei mir nicht, wenn ich es über den DZSA-Launcher starte. Ja, Spielaufnahme geht da nicht. Ja. Genau. Ja, das ist aber nur, weil wir den DZSA-Launcher nutzen. Wenn du den nicht benutzt, dann geht's. Dann funktioniert es plötzlich als Spiel. Als Spielaufnahme. Ja, so als kleiner Tipp für euch. Und weißt du, woran das liegt? Nein. Ja, Gegensätze ziehen sich an. Gegensätze ziehen sich an, richtig. Und zwar merkt man das am besten. Bei uns? Na, bei Richtung. Es würde kein Rechts ohne Links geben. Also es ist... Oder einen oben ohne unten gibt es auch nicht, weil... Ein Vorwärts ohne Rückwärts. Was wäre dann was? Jetzt oben, warum ist das dann oben, wenn es keinen Gegensatz gibt? Wenn es keinen unten gibt. Ja. Was wäre ein Nordpol ohne ein Südpol? Weil dann wäre es ja nur ein Pol. Genau, oder was wäre Yin ohne Yang? Es wäre Yin ohne Yang, richtig. Ja? Okay, das ist echt tiefgründig. Alter, das ist richtig tiefgründiger Scheiß gerade. Also Leute, ich muss das Video kennzeichnen als Bildungsfernsehen. Wird gerade voll nachdenklich. Also ich ziehe auch gerade so meine Schlüsse. Oder was wäre Plus ohne Minus? Aber weißt du auch, dass es gar keinen Kaffee geben würde ohne Bohne? Ja, aber das sind ja keine Gegensätze. Das ist ja praktisch eine Evolutionsstufe. Eine Symbiose. Kaffeepulver ist eine Evolutionsstufe von... Kaffeebohnen. Genau, erst kommt der Samen, aus dem Samen wächst die Kaffeepflanze, daraus entwickelt sich dann die Kaffeebohne und die nächste Evolutionsstufe ist dann das Kaffeepulver. Ja, weil das gemahlen wird vom User. Richtig. Damals noch von Leuten wie Michelangelo oder Van Gogh und heute gibt es dafür Kaffeemühlen. Oh Gott, Alter. Was denn? Ernsthaft. Wurde das damals nicht gemalt? Alter, Mann, ey. So, ich bin wieder da. Es lädt. Tag hell. Ich muss wieder den Trader deaktivieren. Also, ich finde es eigentlich, ich finde die Folge jetzt so mit Aufnahmeprogramm, mit Wartezeit. Ja, seht ihr das mal, was wir immer durchmachen bei DC. Richtig. Weil das seht ihr normalerweise gar nicht, mit was wir uns rumärgern, bis wir mal eine Folge zusammengeschnitten haben, ja. Ja, da hast du diverse Neustarts und manchmal geht auch das Spiel nicht. Bevor wir das hier aufgenommen haben, habe zum Beispiel ich sie deinstallieren müssen und wieder neu installieren müssen auch, weil es bei mir nicht lief. Richtig. Es hat gerade
Dein Mikro wieder geknackt ein bisschen? Ja, betonst halt immer, du Trottel. Entschuldigung. Sag ich nichts mehr. Nee, es hat nicht geknackt beim Mikro, gar nicht hinhören. So, wo bist du jetzt hier? Oh, Sonne, cool. Wo ist der Big Quantum? Big, joinst du? Da bist du. 190 Meter, gut. Ja, aber das, Big hat vollkommen recht. Das seht ihr wirklich mal, mit was wir uns hier eigentlich rumschlagen. Na, und eben wir dann hier, jetzt redet der Big nicht mehr mit. Ich hätte es nicht sagen. Es tut mir so leid. Ich werde sowas nicht mehr erwähnen. Hallo? Hallo? Hallo, ich glaube, mein Mikro knackt. Nein. Nein, alles gut. Jetzt ist der Vogel. Lass uns gehen. Okay, auf geht's. Yeah, Pandora, willkommen. Ja, Leute, jetzt habt ihr, wie gesagt, in der heutigen Folge mal gesehen, mit was wir uns rumschlagen. Die richtige DLC-Folge, die aktuelle DLC-Folge, die seht ihr bei Big Quantum. Schaut einfach mal rein. Den Link findet ihr entweder in meiner Kanalinfo unterm Video oder hier oben rechts im Video. Da kommt ihr zum Biggie. Na? Das ist ja nur, weil du rumgeheult hast. Oh, ich habe keine Folge. Du hast gesagt, du kannst eine aufnehmen, damit du morgen überhaupt Content bringst. Weil dein Channel ausstirbt. Und dann werde ich nur beleidigt, wenn dir dein Mikrofon knackt. Ich habe dich doch nicht beleidigt, ich hab's kurz. Ich hätte es nicht ansprechen sollen, ja. Okay. Nächstes Mal knackt's, wenn es deinen Schädel spaltet. Okay. Na gut, Leute, wir werden uns jetzt hier auf Rostov noch ein bisschen rumschlagen. Und ihr, ja, seht gespannt bei Big Quantum die aktuelle Folge. Bei mir geht's dann nächste Woche weiter. Und ja, bis dahin dann, ne? Wie viel Zeit hast denn du? Warum blendest du schon wieder aus? Ich bin bei über 20 Minuten schon. Ja, mach 25 draus. Gönn hab ich doch schon. Leuten mal was. Ja, dann mach 26. Na, meinst du, die hören uns gerne zu? Also, ich habe mal vernommen, dass die eigentlich das Gameplay schaut sich kein Schwein an. Echt? Ja. Ich komme das nur. Dabei bei mir ist andersrum. Ich schaue die Videos immer ohne Ton, weil ich habe. Weil du meinst, ja, ja, ich weiß, ich kenn's. Weil seine Stimme immer so knackt, wenn ich mit der Axt einen Schädel massiere. Ja. Nein, er macht das wirklich, der guckt meine Videos wirklich ohne Ton, weil er meine Stimme überhaupt nicht leiden kann, weil ich ihm viel zu freundlich bin. Ich habe mal eine Stunde lang habe ich mal DC so gespielt, wie er ist, ne, so richtig unfreundlich und launisch und so. Das hat ihm total gefallen. Das hat ihm total Spaß gemacht. Ich fand das total freundlich. Ja? Ich habe dann halt so, halt die Fresse und so, ne, so bin ich dann halt rumgelaufen. Als würde ich so nee, reden. Sowas sagst du nicht, aber du warst halt von mir nicht gewohnt und dadurch hat dir das getaugt, hast du gesagt. Das taugt mir. Ich glaube, die Folge gibt es sogar, dass der Laura verbrannt am Feuer. Oder am Essen. Ah ja, okay, ich weiß, welche das ist. Am warmen Essen ist die da verbrannt. Leicht gereizte Stimmung heißt die Folge, genau. Leicht gereizte Stimmung. Könnt ihr ja mal schauen. Eine leicht gespreizte Stimmung. No? Wir laufen in die falsche Direction. Du stellst dich schon wieder an wie der erste Mensch auf dem Mond. Ja, so. Okay. Hätte man nicht die Main Street nehmen können? Das war ja keine, das war ja mehr ein Feldweg. Okay. The Field Street. Die. Das hier ist Schlafmützen, oder? Ist leicht zu erkennen. Mhm, oben rechts. An dem kleinen Herren da oben rechts. Der so energisch in die Kamera guckt. Die Schlafmütze halt. Ja. Aber die haben etliche Surfer, habe ich gesehen. Eigentlich fast Surfer. Ja, also fast von jeder Map gibt es einen PvE und einen PvP-Server von den Schlafmützen. Die sind gar nicht so Schlafmützen, also die. Ist fleißig am Werkeln. Ja, dafür, dass sie viel schlafen, machen die viel im Schlaf sozusagen. Ja, richtig. Also. Ja gut, das ist auch schön, wenn du deinen ganzen Scheiß da im Schlaf erledigen kannst. Mhm. Oder das ist so eine vulkanische
Geistesverschmelzung, oder wie das heißt. Oh Gott. Okay. Eine Symbiose. Eine Gedankensymbiose. Das wird sein. Na, Symbionten? Kennt ihr alle? Ihr kennt alle, ihr wisst alle, was ein Symbiont ist. Hey, wisst ihr, warum ich da jetzt gerade drauf komme? Vulkanisch. Ich habe hier das neue Enterprise gesehen hier. Strange World oder Worlds. Echt? Oder wie das heißt. Du guckst Raumschiff Enterprise? Ja klar, seit gestern oder seit heute ist doch Paramount Plus in Deutschland erhältlich. Ah, was neuer kostet? Streamingdienst, ja. Was kostet Werbung, das? Für die wir nicht bezahlt werden. Ja, ich glaube 8 Euro im Monat. Okay, und was kommt da so Tolles? Ja, Paramount Pictures. Geschichten halt. Okay. Und im Februar oder März kommt dann The Last of Us, die Serie auf HBO. Oder bei uns in Deutschland auf Sky. Auf YouNow, ne, heißt das dann. Bei Sky. Das ist so ein Sender von Sky, YouNow. Oder, ne, irgendwie sowas. Und da kommt dann The Last of Us. Ich glaube, ich werde das für die Dauer der Serie werde ich mal das Sky mal holen. Ja, mal so irgendwie. Kommt dann aber auch jede Woche eine Folge, ne? Ja, gut, muss ja. Ich mache das so, dass ich das bloß einen Monat ertragen muss. Mhm. Dann geht das schon irgendwie. Klar. Weil Sky hat man schon, ist nicht meins. So. Nee, nicht wirklich. Ich bin halt so eher so der geduldige Typ, weil The Walking Dead kennt ja jeder. Ich meine, jeder, der TC gerade bei uns hat, kennt ja The Walking Dead. The Walking Dead kam auch damals auf HBO und auf Sky und dann wurde es quasi für andere Streamingdienste freigegeben, beziehungsweise verkauft an andere Streamingdienste. Also werde ich mich in Geduld üben. Und mittlerweile hast du ja auf Disney. Auf Disney Plus, genau, und auf Amazon. Amazon Prime und auf Netflix, glaube ich auch. Ja. Ja, also von daher werde ich. Die habe ich alle drei, also ich könnte. Ja, ich auch. Ja, die Streamingdienste. Also warte ich da mal. Jetzt haben wir hier Werbung gemacht. Apple TV gibt es ja noch. Ne, wir müssen ja irgendwas erzählen hier für die Leute, sonst schalten die aus. Und Apple TV gibt es ja noch. Hm? Da kriegst du gerade bei Xbox, wenn du den Game Pass Ultimate hast, kriegst du hier einen Vorteil. 3 Monate gratis, glaube ich, oder so. Okay, was kommt da Tolles? Ja, so gesunde Ernährung und sowas. Da geht's um Äpfel. Ja, wahrscheinlich. Dreht sich alles um Äpfel bei Apple TV. Ja, vom Ernten. Ernährung, ja. So Apfelkuchen, Apfelsaft, Apfelkuchen, Nektar, Apfelmus, Apfelsaft, ja. Apfel. Nektar. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Diese Riegel noch, Jörg. Kennst du die mit diesen Proteinriegel? Nein. Wo hier, wenn du Apfelsaft machst, wenn du die so ausquetscht, die Kacke. Ja, macht, den Most. Bleibt den Rest packen die in Riegel und die verdienen noch Geld mit dem Schrott. Okay. Ja, auch noch Apple Riegel, sage ich jetzt mal. Oh, hallo. Eine Muni, ich habe keine meiner Waffen eine Muni. Dann halt nicht. Bockst du dich gerade? Schlägst du dich? Ja, mit einem Schraubendreher. Geil! Hast du weggeschraubt hier? Ah, die haben nichts, ne? Ist wie ein bisschen blöd. Ne, also Apple TV, wenn ihr wissen wollt, was alles aus Äpfeln gemacht wird, ne? Könnt ihr euch anschauen, gibt's im Game Pass Ultimate. Wir kriegen dafür kein Geld, ne? Nochmal, dass wir das erwähnen. Nee. Schön wär's. Hm. Was ist denn das hier? Das ist wieder... Hä? Hä? Eine Gunwall ist hier. Eine Gunwall? Eine Waffenband? Okay. Wahrscheinlich, ja. Da rührt der Hirsch in weiter Ferne. Da rührt der Hirsch in weiter Ferne. Guck mal, da ist ein Zombie. Hol ihn dir. Los, komm, Fass. Absturz. Los, komm, Fass. Yeah. Hol ihn dir. Komm her. Normalerweise müsstest du jetzt wie ein Wahnsinniger wegrennen und den zerbeißen. Ja, ich renn drauf zu.
So, wer hat was gegen Äpfel? Ob da bei Apple TV auch was über Pferdeäpfel kommt? Ja, mit Sicherheit gibt es bestimmt hier Horse Apple TV. Oh, was liegt denn hier? Bratäpfel, gerade jetzt so in der Vorweihnachtszeit, ja. Bratäpfel TV, ist natürlich auch geil. Bratäpfel, oh, ich liebe Bratäpfel, ich fahre dann auf Weihnachtsmarkt. Ja, geil. Wenn wir fertig sind. Wir haben ja hier in der Town auch einen Weihnachtsmarkt. Ja, habt ihr dort? Ja, du sollst nicht immer uns. Nee, nee, ich hab's nicht gesagt. Wir kräht einen Hahn. Der Hahn kräht hier, es ist nicht früh. Oh Gott. Ihr könnt auch mal beim Robert in den Kommentar schreiben, wie ihr diese Folge fandet. So. Richtig. Weil, ja. Wie fandet ihr uns eigentlich als Moderatoren? Wir hatten eigentlich ein langes Vorspiel wieder. So gegen Mittag, so gegen 12, habe ich gesagt, okay, ich komme online, Rob. Mhm. Und dann so halb vier haben wir angefangen, eine Folge aufzunehmen. Weil man muss ja sich um das Spiel ein bisschen kümmern auch. Richtig. Sie ist da wie eine Frau. Launisch. Das hast du gesagt. Aber du musst dich halt um sie kümmern, sonst wird das nichts, ja. Warte. Dieser Spruch wurde euch präsentiert von Robs 100 dümmste Frauenwitze. Jetzt im Buchladen. Weißt du, mit mir so mit Daumen hoch so vorne auf dem Cover. Und mit einer Axt im Schädel für den Spruch. Ja. Ich habe eine Farbtube gefunden. Warte, ich will auch. Habe ich vorhin auch eine gefunden? Okay. Ich hab die einfach schwarz gefärbt. Das ist geil. Gott, ich dachte, du bist das dabei. Sind das alles Zombies, Alter? Wie, das sind alles Zombies? Wo bist du? Ich habe ein Elektronik-Reparaturset gefunden. Oh, das sind wirklich alles Zombies. Ich dachte, du stehst dort und rennst dahinter. Aber ich will mal. Hey, ich habe eine Farbtube gefunden. Geil. Ich will mal die Hütten angucken hier. Regnet heute. Sehr schlechtes Wetter. Ekelhaft. Ja, ne? Bei dem Wetter schickt man keinen Hund vor die Tür, aber uns. Richtig. Damit ihr was zum Gucken habt. So, also es pisst wie Sau. Wir sind jetzt bei über 30 Minuten, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Anschauen. Und wie gesagt, die aktuelle Folge seht ihr bei Bequantum. Ne? Unbedingt mal reinschauen. Und wenn unbedingt wollt, mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr wollt, liebe Leute. Schreibt ihm in die Kommentare, dass ihr einen Kommentar geschrieben habt. Na? Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei der auf dem anderen Server wieder, ne? Ja. Wir sagen mal an der Stelle tschüss Rostock, tschüss Schlafmützen. Tschüss Rostock. Ciao Norden. Ciao Norddeutschland. Und bis zum nächsten Mal, ne? Liebe Grüße, ja, Big und Rob, ne? Ciao, macht's gut. Tschüss.